Und willkommen, meine Freunde, zu einem weiteren Part Pandora's Tower. Und vielleicht seht ihr ja, ich bin wieder im Observatorium. Ich will euch kurz was zeigen nochmal. Also wir gehen nochmal in die eherene Mauer, wo wir gerade auch schon mal reingegangen sind. Ganz kurz. Aber als ich die Wii ausgemacht habe, bin ich nur kurz zurückgelaufen. Und das möchte ich doch noch gern zeigen. Ja, das haben wir gerade schon gesehen. Tut mir leid, falls Leute, die es nicht gesehen haben. Müsst ihr auch die anderen Parts gucken. Moment. Jetzt gehen wir wieder zurück ins Observatorium. Und da kam eine merkwürdige Cutscene, meine Freunde. Und ich habe mir gedacht, komm, die gucken uns alleine an. Alles zusammen an. Wenn wir sie noch kriegen. Hallo? Ja, da ist die Cutscene hier. Ich habe sie nicht ganz gesehen. Ich habe jetzt ausgemacht, meine Freunde. Weil ich wusste, aha, das gucke ich lieber mit meinen Abonnenten an. Also, was sehen wir denn da? Helena singt. Und wir hören zu. Naja, Opernsängerin wohl eher. Oh, es hat ordentlich Geschenkpunkte gegeben. Was ist das denn? Vielen Dank, ihr wart ein wundervolles Publikum. Das sagt man doch so, oder? Plaudern. Wer ist dir gefallen? Ich kann euch singen. Was war es denn für ein Lied? Ich singe immer noch gerne, aber ich bin nicht mehr mit ganzem Herzen dabei. Also ich mag es schon noch, aber jedes Mal, wenn ich singe, muss ich an diese Tage denken. Okay. Ja, meine Freunde, mehr wollte ich eigentlich gar nicht zeigen. Und, ach ja, stimmt. Ich habe nochmal geguckt und habe noch einen Ledergurt gefunden. Ich weiß aber nicht, wie man ihn ausrüsten kann. Vielleicht erst im Dungeon, mal gucken, einfach gleich mal. Bei Marv da stand, damit sollte man mehrere Items im Inventar tragen können, was für uns eigentlich ziemlich wichtig ist, da wir nur 30 Items tragen können. Vielleicht kriegst du ja jetzt, wir gucken einfach mal. Ledergurt. Was haben wir denn noch zu ausrüsten? Muss ich mal eben gucken. Oh, wir sind fast Level up, merke ich gerade. Wo steht das denn nochmal? Moment, Leute. Hier ist das doch eigentlich, oder? Nee, da gut, das ist ein Geschenk nur. Erweitert Inventar. Warum geht das nicht? Komisch, komisch, komisch. Naja, wir gucken uns erstmal den neuen Dungeon an und gucken mal, was es hier für Gegner gibt, beziehungsweise was hier los ist. Würde mich aber interessieren. Was ist das? Neue Gegner an der Decke. Wo ist mein... Da ist meine Maus. Können wir die runterholen? In der Tat. Und dann? Was machen die denn? Wow! Okay, die schießen auf uns. Wir können ihn ziehen. Wir können so mitmachen. Können wir ihn schleudern? Ja, wir können ihn schleudern. Okay. Was können wir noch alles machen? Können wir ihn ziehen? Ja. Ist er jetzt tot? Jawohl. Was droppt er denn Schönes? Harte Schuppe, okay. Harte Schuppen kann man hier farmen. Komm mal runter da. Mach nicht auf Chair wie englische Stühle, Kollege. Auf jeden Fall brauchen wir noch irgendeine Sache zum Verbessern der Doppelklinge, weil ich will irgendwie nicht mit dem Schwert kämpfen, Leute. Das Schwert, keine Ahnung. Ich bin nicht der Freund des großen Schwerts. Ich mag lieber so schnelle Waffen. Ey, jetzt ist gut hier. Na, jetzt spielen wir mal Räuber und Gendarm, mein Freundchen. Also, so geht's ja mal gar nicht. Und. Oh, ist tot. Sorry. Das ging ein bisschen gerade ab bei mir. Kupfermünzen. Zack, zack. Dankeschön. Was haben wir denn noch Schönes? Noch eine Kupfermünze, okay. Oh, wir müssen aber mit unseren Energien aufpassen. Aber ich versuche mal alle Gegner zu töten, weil das ja immer schön EP gibt, ne? Wisst ihr. Leveln ist wie jetzt bei meinem ganz anderen Projekt, die ich da hatte. Light Platinum, Crystal. Ja, leveln, das ist was Wichtiges. Aber Mois, das ist erstmal was anderes. Wir machen jetzt einfach weiter und laufen hier hoch. Und was haben wir hier? Erne. Der Aufzug. Was können wir denn machen? Wir können den Schalter umklappen. Dann können wir uns hier ranhängen. Und dann passiert was? Okay, dann können wir uns hier ranhängen.
Dann fahren wir hier hinten hin und wir können es runterfallen lassen. Genial. Nicht schlecht gemacht, Herr Entwickler. Herr Entwickler. Oh, Tür zu. Was das? Was bist du? Mama? Hallo? Mama? Was sind da mehrere davon? Okay, jetzt haben wir irgendeine Rüstung abgezogen, wie es aussieht. Na! 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 Hilfe! Okay, wir machen jetzt den Trick. Erstmal stören. Und jetzt. Wow! Wow! Doppelpenetrationsmove machen die da. Truhe, cool, Truhe. Was ist da drin? Wo ist das? Was ist das? Soldatensense erhalten! What the fuck? Anlegen! Sofort! Wir müssen mal. Ich probiere die mal eben aus, Leute. Okay, wir machen. Moment, den machen wir mal eben ins Inventar rein. Ich muss mich mal eben so ein bisschen rumfuchsen, wie wir das jetzt machen. Brauchen wir den eigentlich? Eigentlich ja nicht, ne? Oder? Bringt ja nur Ausdauer. Oder? Effektinfo. Steht nix. Okay, dann nehmen wir den mal eben wieder weg. Weil ich finde doch, dass der Angriff ziemlich wichtig ist. Und hier seht ihr da. Der Angriff. Boah, ist schon fast bei 300, meine Freunde. Können wir den noch anlegen? Ist das ein Einer oder ist das ein Zweier? Ist ein Zweier. Okay, dann können wir uns knicken. Gucken wir mal, was die neue Waffe ist. Die Sense. Ziemlich langsam. Wow, 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 wow. Was machen? Erstmal ausweichen. Ja! Ja, wichs nicht! Ja, leg mich am Arsch, du. Wollt ihr mich verarschen? Ich will hier nur vorbeilaufen, Leute. So, und jetzt. Bam! 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 Und wieder weg. Uah. So, wieder fesseln die Kollegen da. Und. Bam! Und. Wow, 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 wow. Die haben ja wohl. Alter, sind die kaputt? Sollte mal in die Klapse gehen hier, meine Freunde. Was ist das für ein Scheiß? Wie sollen wir das denn? Ja, ist klar. Also, wie soll man die denn machen? Wie soll man das denn schaffen, meine bitte? Es ist ja wohl mehr als übertrieben, ne? Wie soll man... die überleben ja alles. Die überleben alles. Das ist unglaublich. Ja, und... Nein, nein, nein! Hilfe, Hilfe, Hilfe! So, den will ich jetzt gern fesseln. Okay, dann nicht. Ich will lieber singen, ich will lieber singen. Ich schaff das, Leute, ich schaff das. Keine Angst! Irgendwie. So, und jetzt haben wir ihn. Und jetzt ziehen wir mal. Ordentlich. Ordentlich! Ordentlich! Bis zum Maximum will ich. Und Feuer! Das hat nichts gebracht. Das hat nicht so viel gebracht, wie ich dachte. Ich habe gedacht, wir haben schon alles hier gesehen, ey. Und jetzt kommen mir solche Gegner, ey. Das ist noch nicht mal ein Boss, ne? Ja! Und das war dein Ende. Moment. Bevor wir irgendwas hier machen, will ich dich doch mal gern... Bestienfleisch nur, okay? Es gibt nur Bestienfleisch für... Dich lappen, ey. Weißt du, was ich jetzt mache? Achso, wir müssen erstmal hier deine Haut abziehen. Komm mal her. Ja, feine Baby. Ja, fein. Ja, komm mal mit zum Hals-Nasen-Ohrenarzt, ne? Ja, das hast du lieb. Ich weiß das doch. Erinnert mich irgendwie an... Kennt ihr dieses Digimon Frontier? Kennt ihr das? Der erinnert mich an diesen Maulwurf davon. Also diese Omega-2-Entwicklung von diesem Maulwurf. Das ist die doch, oder? Oder irre ich mich gerade? Also, einer ist ja ganz easy, ne? Easy peasy, aber... Zwei? Das ist schon... Boah, Alter, das ist nicht mehr schön, Leute. Also, ich hab... Ich bin mal vom Baum gefallen und dabei in Gram, in Brennnesseln, aber... Das war... Das war jetzt nichts dagegen, also... Wenn ich das jetzt mal angucke... Oh, ich hänge an der Tür fest. Uah, uah, nein, 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 nein! Was machst du da? Was machst du da? Du kleiner Lappen, ey! Du kleiner Lappen, ey! Ja, fein. Ich weiß, ich bin underlevelt, Leute. Aber, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Und ich habe den Willen. Zum Bestienfleisch.
Nice. Ups. Moment, ich will nochmal zurück. Sind die wieder da? Hier nämlich Heilmittel. Ist hier noch irgendwas? Kupfermünzen. Sonst ist hier nichts. Okay, dann wieder in den nächsten Raum. Nicht mal Meilensteine erreicht. Oder so. Das war ja wohl doch ein bisschen heftiger Kampf, oder? Ach, die Spieler. Ach komm, der Spieler kriegt das hin. Der muss was auf dem Kasten haben. Sonst würde er sich ja nicht Pandora's Tower. What the fuck? Kaufen. Keine Ahnung, wie die Spielentwickler sich das gedacht haben. Also. Ich werde jetzt erstmal eine Zeit mit meiner Sense rumlaufen. Ich bin Sensemann. Ich werde euch alle den Tod holen. Moment. Das. Erstmal mal zurück. Ich gehe viel zu schnell in die anderen Räume. Habt ihr das bemerkt? Hier war doch noch was, oder? Einbildung ist die beste Bildung. Ja. Okay, was ist das? Ah, so ein Zugsystem oder was? Achso, dann kann ich bestimmt da hinten, ist ein Schalter. Den kann ich bestimmt mit der Perkette aktivieren, oder? Oder? Kann ich? Kann ich? Sag ich ja. That's what I said. Hängen wir uns mal hier dran. Wo kommen wir ran? Wir wollen da hinten hin. Und wir kommen wohl auch da hinten hin. Ist doch nice. Da oben ist was, da glitzert was. Mosaik muss da, Bitch. Und... What the... So, jetzt haben wir das umgestellt. Noch eine Kupfermünze und... Das sieht doch verdächtig aus nach der ersten Kette. Ich sag nur verdächtig, Leute. Ich sag nicht, dass sie da drin ist. Tut mir leid, dass wir jetzt so viel Zeit vergeudet haben für so einen Gegner, aber... Mensch, ihr sollt doch ein bisschen was vom Projekt haben, oder? Oder wollt ihr nicht? Ich hier die erste Kette. Baby, baby, baby. Oh, Justin Bieber, scheiße. Und, bam. Zwei Ketten übrig, ich wusste es. Der erste Dungeon, wo es drei Ketten gibt, ey. Das wird so verheerend noch werden, Leute. Was ist denn jetzt mit Helena? Aaron. Immer noch kein Zeichen von ihm. Was hat sie denn jetzt? Was mache ich da eigentlich? Reißt sich zusammen. Sie zweifelt an uns. Oder sie macht sich eher gesagt Sorgen. Sie haben ersten Meilenstein erreicht. Das ist so nice. Wir hängen uns einfach mal. Ey. Ey. Zack. Zack. So, was ist hier denn Schönes? Da war doch ein schönes Item hier, oder? Abgrundsbarren. Was ist das denn? Oder wie? Abgrundbarren. Seltsam gefärbt. Ist wohl irgendein Item wieder zum Schmieden? Warum ist das für meine Doppelklinge mal? Ich brauche das Item doch. Wie kommen wir jetzt hier rüber? Erstmal hier rüber wieder. Danke. Also hier machen wir nur die. Jetzt müssen wir den da anmachen wahrscheinlich. Denke ich mir jetzt. Wo geht der denn hin? Okay, du gehst hier ins Aus rein, ne? Ja. Wo passiert? Wo gehen wir denn hin, wenn wir runterfallen? Aber wir wollen ja auf die andere Seite eigentlich, ne? Eigentlich schon. Wir können mal auf die Karte gleich gucken, aber habe ich es gar kein Lust zu. Nein, da wollen wir nicht dran. Wir wollen an den dran, der jetzt hier rauskommt. An den. Und Sepp. Jetzt müssen wir auf die andere Seite. Kommen wir so rüber? Moment, wir haben jetzt hier den geändert. Jetzt können wir auch den ändern eigentlich, ne? Jetzt müsste der ja da durchlaufen, oder? Boah, ich bin gut. Naja, das ist ja wohl eigentlich simpel. Hätte jeder Dritte auch geschafft, aber... Nein! Nicht du! Und nicht dein Bruder, Kasimir! Ja, ja, hallo! Ja, hallo! Ja, komm, noch mehr angestürmt! Ich muss ja eigentlich gar nicht gegen die kämpfen, ne? Eigentlich ja nicht. Haben wir da eigentlich Lust zu... Nein! Haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht. Tschüss, 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 lass mich in Ruhe. Bitte, dankeschön. Yeah. Steuereintreiber hinter mir her. Warum Steuereintreiber? Keine Ahnung, die mag ich auch nicht. Oh nein, viel der Zeit schon weg. Wir müssen eine Kette um, wir sind auf der Flucht. Ja, Leute, bevor ihr sie wieder fragt, ich wiederhole mich. Ich lebe bis zum nächsten Part. Bla, 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 Rhabarber. Rapunzel. So,
Wo? Hier geht's lang. Hier geht's auch lang. Aber die Tür sieht irgendwie dramatisch aus. Deswegen machen wir die auf. Achso, eines Mechanismus kann sie nur geöffnet werden. Können wir hier runter? Moment, da lag was. Ich sehe was. Seltsame Körner. Haben wir schon öfters mal gedroppt. Wir gehen deswegen mal hier ruhig einfach. Und was ist hier? Hm? Das erinnert mich gerade an Zelda. So ein bisschen, ne? So Waldtempelmäßig. Alles ein bisschen Efeu. Bisschen was zum Klettern. Okay. Können wir hier rauf? Hier können wir bestimmt drauf, oder? Klar. Und hier ist eine Truhe. Eine neue aber. Und eine Notiz haben wir erhalten. Cool. Müssen wir jetzt... Moment, hier irgendwie rüber bestimmt dann? Oder? Da war doch was. Kette einholen. Was bringt das denn? Was bringt das denn, wenn wir da ziehen? Bringt das überhaupt irgendwas? Ich bezweifle es. Okay. Hier ist noch was. Was bringt das hier denn? Auch irgendwie nicht so viel, wie ich dachte. Und hier? Oh, genauso wenig. Lass mich mal gucken, Leute. Ich muss mal gucken, wo wir uns hier befinden. Einen kleinen Überblick erstmal verschaffen. Was das überhaupt für ein Raum ist, das ist auch wichtig. So, hier können wir hoch. Da liegt auch was, okay. Öl. Ist hier was zum Anvisieren? Sind wir eigentlich schon in einer guten Position, deswegen... Meilenstein erreicht. Okay, was ist das denn hier? Zack. Und? Das macht Klick. Okay. What the? Okay, ist auf jeden Fall richtig, wie es aussieht. Und dramatische Musik heißt Gegner, oder? Please not. Ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Können wir hier rüber? Ne, wir können nur zerstören. Aber jetzt leuchtet das auf. Wir können das zerstören, okay. Ah, ich weiß, glaube ich, wie es geht. Geh hoch, Maga. So. Der kommt raus, wir hängen uns ran. Und jetzt werden wir wahrscheinlich... Wenn das einzieht, zieht der auch ein. Und... Okay, da, ich dachte jetzt, wir fliegen mit rüber. Einmal probiere ich es noch. So, ranhängen. Hier hinstellen. Nein, hoch! Und... Passiert was? Nö. Okay, ich bin überfragt. Oh, Alter, ohne Witz, die Steuerung ist echt kacke in dem Spiel. Das muss man echt mal sagen, ey. Ich mag die gar nicht. Was passiert, wenn wir das hier machen? Okay, da ist... Wir müssen irgendwie auf die anderen Seiten kommen jetzt. Da ist eine Leiter. Von hier können wir... Können wir es untersuchen, stand da? Die Maschine ist in Bewegung. Sie verzögert wohl Atomenergie. Energie, okay. Also, Moment, können wir ja nur hier hoch. Jetzt muss ich gucken, ne? Wenn das... Man kann es ja greifen. Man kann es greifen, ja. Muss man dann auch springen, wenn das Ding springt? Nö. Ich bin überfragt, meine Freunde. Aber ich glaube, ich mache erstmal einen kleinen Cut. Oh, wir können auch hier durch erstmal, Moment. Ja, genau. Unsere kleinen Freunde, die... Oh, Monks sind ganz schnell kaputt mit der Sense. Bemerke ich gerade. Aber die Sense ist sehr langsam. Aber dafür ist sie ziemlich stark, wie ihr seht. Was ist das denn für ein Schalterchen? Einfach mal alles aktivieren, Leute. Aber, ich würde mal sagen, da... Wo machen wir Pause? Wo machen wir Pause? Mach das Ding hier kaputt, okay? Das sieht so ätzend aus. Und zack. Boom, boom, bada, bing, bang, boom. Hier können wir uns ranhängen.
Oh. Okay. Machen wir alles hier kaputt und sind hier oben. Ah! Okay, jetzt können wir da auf die andere Seite parieren. Ich bin doch eben darüber, Leute. Jetzt bin ich gerade am, voll lustig. Wenn das nochmal kommt, heißt das. Okay, jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Jetzt können wir hier rüber und haben nochmal so ein Ding gefunden. So ein. So, so einen komischen. Barren da. Barren-Dings. Ah, meine Freunde, ich würde sagen, das war jetzt für heute Pandora's Tower und mit diesem epischen Sturz in den Boden und oh. Oh, Kette. Okay, Leute, die machen wir noch eben auf. Ich weiß nicht, wie ich das hingekriegt habe, aber lass mich bitte in Ruhe, kleines Viech. So, jetzt darfst du sterben. Der Sensenmann holt dich auch ins Reich der Toten. So, und auf die Tür. Was gibt's hier denn Schönes? Und eine Kette. Tschakabing, tschadabang, tschadabam, bam, bam, bakatschiging, Tiki-Zauber. Oh, mein Tiki-Zauber hat es gebracht. Ist noch irgendwas? Normalerweise ist bei den Kettenraum immer so ein schönes verstecktes Item irgendwo. Stein der Weisen. Stein der Weisen. Wichtigstes Item, Leute. Wichtigstes Item mit. Und den kann man auch immer schön ausrüsten. Was war das? What the fuck? Naja, egal, Leute. Das war's erstmal von Pandora's Tower für heute. Ich mach mal auf durch, über. Ich hab keine Zeit verbraucht. Das war's erstmal von Pandora's Tower für heute. Ja, und wir sehen uns im nächsten Part. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Danke fürs Schauen und euer Zero.